Hallo, wir stehen vor der letzten aller Türen und betreten sie. Oh nee, doch nicht, da ist noch ein Tor, also es ist okay. Hebel, Steuerzentrum. Einfach mal Hebel drücken, ohne zu wissen, was passiert. Das Mistding bewegt sich nicht. Ich vermute, ich muss erst den Strom wieder einschalten. Da ist eine Türe im Weg. Ja, nicht, dass das unbedingt das größte Problem wäre, das wir bekommen könnten. Davon geht die Tür auch nicht auf. Doch, wir brechen. Der Strom ist weg. Der Übelator. Strom. Kein Strom, wie es aussieht. Ja. Was machen wir da? Aha. Wir haben doch 4 Kristalle. Ich wusste, die würden noch mal ganz. Ich dachte, die müssen ins Steuergerät, aber. Okay, ja, natürlich werden die mal nützlich. Hallo, das sind irgendwelche farbigen Kristalle, die wir bis jetzt nie verwendet haben. Okay, wir brauchen irgendein richtiges Muster. Ach, die leuchten sogar, wenn sie im richtigen sind. Mal, du bist ein Genie. Hallo, Energie! Mehr Energie! Voila, Bingo, Heureka, etc. Okay, wir haben also das Warp-Gerät. So, Gevatter Widerlus, ich habe dein Warp-Gerät. Und ich weiß, wie man damit umgeht. Naja, nicht ganz genau. Aber ich bin sicher, ich komme irgendwie damit klar. Ja, jetzt können wir jederzeit zurück in unsere Welt und können auch den Übelator stoppen. Beleuchtung an. Eingangsschaltraum geschlossen, Deckenschleuse geschlossen, Übelator aktiviert. Deaktiviert. Eingangsschaltrampe offen, Deckenschleuse geschlossen. Ich bewege mich lieber nicht von der Stelle, solange das Licht aus ist. Ach so. Ah. Perfekt, perfekt. Gehen wir in den Übelator. Ja, ich hab's geschafft. Juhu. Na denn. Mr. Block, ich habe Sie natürlich erwartet. Glückwünsche? Ach was, nicht nötig, nicht nötig. So jämmerliche Sicherheitsmaßnahmen habe ich nicht mehr gesehen, seit ich das letzte Mal deine Schläger vor mir hatte. Ich muss zugeben, ich habe mehr von dir erwartet, Widerlus. Und jetzt sag Tschüss zu deinem Apparat. Einen Moment noch, Mr. Block. Gib dir keine Mühe, es gibt nichts, was mich überzeugen könnte. Nichts? Dann beantworte mir eine Frage. Warum willst du dich zu diesem idiotischen Ausflug hinreißen lassen, wenn ich dich doch einfach in deine Welt zurückschicken kann? Keine Chance. Ich hab genug davon. Aber, Block, ich sage das doch nur in deinem Interesse. Du erinnerst dich an dein kleines Missgeschick mit meiner Spritze? Die Zeit läuft ab. Das hier könnte deine letzte Chance sein. Ich brauche deine Hilfe nicht, Widerlus. Ich habe dein Warp-Gerät schon gefunden und jetzt werde ich dich vom Himmel fliegen. Halt! Ich befehle es! Ich bin noch nicht fertig! Unterdessen irgendwo über dem Übelland. Komm schon, du Misteimer! Schneller! Da bist du ja wieder los. Und Fluffy ist auch da. Komm schon, ein kleines Stück noch. Gute Nacht! Ja. Halt durch, Platz, kleiner Freund! Flachs! Hallöchen mal, alter Freund! Juhu! Wo
zum Kuckuck ist der hin? Ich hab nicht was gehabt. Vergib mir, Flachs. Das ist der einzige Weg. Wo bin ich? Ich fliege ja! Da! Wo bist du hin, kleiner Freund? Beides zerspringt. Oh nein! Mal! Na, macht das Spaß, oder was? Spaß? Ich stürze hier gerade zu Tode. Ach, komm schon, du feige Nuss. Kein Thun ist je an einem kleinen Sturz gestorben. Obwohl dir das wahrscheinlich nicht viel hilft. Flachs, es wird schlimmer. Widerlos hat mich mit Mutagentinte vollgepumpt. Ich kann mich jeden Augenblick in einen Thun verwandeln. Selbst wenn mich der Fall nicht umbringt, bin ich hier für immer gefangen. Mal, du bist verloren. Hör mir zu, es gibt für mich nur noch eine einzige Hoffnung. Ich habe Widerlust dieses Warp-Gerät gestohlen. Es kann mich nach Hause bringen, Flachs. Oder es kann mich in handliche Hundefutterwürfel zerblasen. Aber wie auch immer, ich muss es benutzen. Jetzt! Warte! Nimm das hier mit! Ein transdimensionales Kommunikationsgerät, damit wir in Verbindung bleiben. Danke, dass du mich gerettet hast. Und die ganze Welt. Ich fand's saustark. Fand ich auch. Bis dann, kleiner Freund. Bis dann, kleiner Freund. Bis dann, kleiner Freund. Oh nein, ich muss geträumt haben. Aber mein Traum, er hatte etwas zu bedeuten. Natürlich. Die Fluffy-Schnuckelhäschen-Show braucht nicht noch mehr Hoppelhäschen. Was die Fluffy-Schnuckelhäschen-Show wirklich braucht, ist Flachs wie Wild. Ja. Schau an, Block, Sie sind früh dran. Was ist denn mit Ihnen los? Ich habe eine kleine Nachtschicht gefahren. Aber tun Sie mir einen Gefallen, runter mit den Stoppeln. Und jetzt zeigen Sie mir die Hasenbande. Eigentlich, Sir, habe ich Ihnen etwas Besseres als Häschen mitgebracht. Was soll das heißen, Besseres als Häschen? Mhm. Wovon zum Teufel faseln Sie da? Ich spreche von Flachs wie Wild. Flachs was? Wie Wild, Sir. Flachs wie Wild. Dieser kleine Racker ist genau die belebende Injektion, die Sie selbst für die Fluffy-Show gefordert haben, Sir. Ich glaube, Flachs wie Wild würde es wohl eher bezeichnen als einen Tritt in die alte Sitzkiste. Sehen Sie her, Sir, Flachs ist locker, er ist sarkastisch, er ist verspielt. Er wird der Laurel zu Fluffys Hardy, der Costello zu Fluffys Abbott, das Yin zu Fluffys Yang. Flachs und Fluffy, Laurel und Hardy, Yin und Yang. Yang? Block. Ich war immer sehr nachsichtig bei Ihren kleinen Dummheiten, aber das hier, das ist unentschuldbar. Wollen Sie ganz alleine alles niederreißen, was Fluffy uns in den letzten 10 Jahren aufgebaut hat? Ja? Wollen Sie das, Block? Nein, Sir, aber... Dann aber... schlage ich vor, Sie tun, was ich Ihnen aufgetragen habe. Entwerfen Sie den größten stummelschwänzigen Wurf von niedlichen, knuffeligen Hasenbabys, der je gezeichnet wurde, bis morgen früh. Sonst werden Sie merken, dass Sie es sind, der den Tritt in die alte Sitzkiste bekommt. Ja, Sir. Danke, Sir. Tut mir leid, Kumpel. Ich hab's versucht, wirklich versucht. Ich wünschte, es gäbe einen Weg, wie ich es an dir gut machen kann. Widerlos und Fluffy, sie leben noch! Du musst uns helfen! Ich
mache es, aber warte mal, wie komme ich denn dahin? Na ja, dank Widerlust Mutagentinte sollte das kein Problem sein. Nicht? Das war Toonstruck. Und ja, es ist ein Spiel aus 1996. Und wie man eigentlich jetzt an diesem Ende auch sieht, war damals wohl auch ein zweiter Teil geplant. Nur, ja, das ging nicht so ganz gut, weil ich glaube, die Verkäufe waren noch nicht so gut. Und jetzt mittlerweile ist es... Es existieren Fanprojekte, irgendwelche Petitionen. Irgendeiner sagte, ja, wenn er genug Geld dafür zusammenbekommt, dann kann er das dann veröffentlichen irgendwie, weil es rechtlich irgendwie bei ganz verschiedenen Leuten liegt und er sich deswegen strafbar machen würde. Keine Ahnung. Muss man, wenn ihr euch interessiert, müsst ihr da nachschauen. Ich schaue auch mal immer wieder nach, aber prinzipiell ist die Hoffnung auf einen zweiten Teil sehr gering, wie ich mitkriege. Vor allem, wenn seit 1996. Ja, aber... Nichtsdestotrotz finde ich, ist das Spiel sehr lustig, sehr schön. Eigentlich auch ein knackiges Point-and-Click-Adventure-Game, einfach mal so. Mit sehr vielen Anspielungen auf die ganze Zeichentrick-Toon-Welt. Und vor allem dann auch noch hier mit Christopher Lloyd als Malblock. Echt schön. Ich finde auch toll, wie alles hier übersetzt wurde ins Deutsche. Kann man nicht drüber klagen. Rätsel eigentlich auch. Machbar, manchmal ein bisschen vor allem, wenn man pixelgenau dieses Spieldings treffen muss, aber sonst, ja, habe ich nichts dagegen zu sagen, denn ich mag das Spiel sehr. Vor allem, weil ich für das Spiel direkt nicht Geld ausgegeben habe, sondern einmal bei einem ein Schachturnier mitgemacht habe. Und dann vorne durfte man sich Preise nehmen und dann, keine Ahnung, bin ich irgendwann ran gewesen, hingegangen, geschaut, sehe einfach nur so ein Cover, was ich auch mal eingeblendet habe, von so einem Clown, der hier so einen Hasen ins Auge sticht mit einer Nadel und darüber steht Toonstruck. Und ich dachte mir, ja, das nehme ich. Und das werde ich spielen. Und da habe ich es gespielt, bin ich weitergekommen bei GP Wolf. Dann mit einer Komplettlesung habe ich mich eben durch dieses Problem gelöst und hab dann normal weitergespielt und am Ende natürlich auch wieder Schwierigkeiten gehabt, wie diesmal auch. Und ja, zweites Mal das Spiel durch. Easy. Ich sehe gerade, da liegt ein Zettel unter meinem Mikro. Steht da drauf. Oh. Nichts Relevantes. Ja, Flax hat's gesagt. Widerlust ist eigentlich noch da. Fluffy ist auch noch da. Prinzipiell ist das ganze Toonreich jetzt im Chaos. Und in dem zweiten Teil wäre Malia jetzt theoretisch selbst ein Toon. Leider, wie gesagt. Also es gibt, glaube ich, auch ein paar Bilder, die man zu Teil 2 sehen kann. Oder Sachen, die in Teil 1 nicht drangekommen sind. I love games! Ja. Yeah. Danke. Danke, dass ich das Spiel einfach so schließen will. I love Gabe. Ja, das bleibt alles von Toonstruck zu sagen. Wir sind fertig mit diesem Let's Play. Und ja, das Spiel war mir sehr wichtig, deswegen wollte ich es auch hier haben. Und wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Spiel. Nicht unbedingt Point and Click, aber vielleicht, wir wissen es nicht. Wir sehen uns irgendwo woanders, hören uns irgendwie, hoffe ich. Also... Ciao.